Hallo ihr Lieben, ihr wundervollen Seelen. Ich heiße euch willkommen zu einem Soul Talk, der heute stattfindet, nachdem ich gerade einen zweistündigen Workshop, den ich per Zoom gegeben habe, beendet habe. Wir kommen hier zusammen am vorletzten Tag des Jahres 2023 und ich mag gerne hier so ein paar Essenzen, die wir aus diesem großen Heil- und Transformationskreis, den wir gerade gemeinsam befeiert haben, mag ich gerne hier ein paar Essenzen weitergeben. Zunächst ganz kurz, mein Name ist Chris Kartoll, bin Papi zusammen mit meiner geliebten Kathi seit fast 27 Jahren. Wir leiten als Familie gemeinsam eine Stiftung zur Straßentierrettung in Costa Rica. Wir haben eine Akademie gegründet, die Kathi und ich, in der wir als Wachstumsbegleiter Familien und Mamis und Papis verhelfen, in die Freiheit, in den Reichtum zu gehen und eben auch in die Sichtbarkeit mit ihren Gaben. Und so arbeiten wir auch als Business-Mentoren in der neuen Energie. Sind die ersten gewesen, die das gemacht haben in Deutschland, haben tausenden Klienten dienen dürfen. Wir sind Investoren in verschiedenen Bereichen. Wir sind Bestselling-Buchautoren und eine Weltreisefamilie mit unseren Kindern seit fast 20, 25 Jahren, immer, wie man das alles betrachtet. Ja, und wir kommen heute hier zusammen zu diesem Soul Talk, um zurückzublicken, Danke zu sagen für die Segnungen des vergangenen Jahres und aus dem Moment heraus, wo wir diese Dankbarkeit wahrnehmen, im Jetzt und Hier, für unser Leben und für das, was uns geschenkt wurde, auch die Bilder aus unserer Zukunft, die eigentlich jetzt ist, zu empfangen. Und da der Jahreswechsel immer für sowas sich so gut eignet, findet das auch heute statt, ihr Lieben. Ja, also zunächst mag ich einfach für uns alle hier im Feld Dankbarkeit ausdrücken für ein wundervolles Jahr, das wir erleben durften. Wir persönlich hatten so viele Segnungen. Ich habe hunderte Interviews führen dürfen, viele große Online-Kongresse veranstalten dürfen. Vielen, vielen Menschen, die zu uns gefunden haben in der Akademie, haben wir helfen dürfen, zu erwachen bzw. Gänser zu werden und dadurch eben auch in ihrer Arbeit, die sie hier sind, erfolgreicher zu sein oder höher schwingend verkörpert zu sein und dadurch automatisch mehr Menschen anzusprechen, mehr Energiefluss zu erfahren, mehr Reichtum zu erfahren. Und das war einfach, ist immer so schön, da als Mentor beobachten zu dürfen, wie Menschen es leichter haben, es wird leichter wird und sie mehr Freiheit erfahren. Auch habe ich hier schon einen Soul Talk auch auf Insta und auf den Podcast gemacht, habe ich meinen Papi ins Licht begleiten dürfen, was auch so eine Erfahrung war, die ja eigentlich erstmal nicht so besonders fröhlich oder schön ist, war sie nicht, aber gleichzeitig ist das eben, wenn man auf so ein Jahr und auf ein Leben zurückblickt, sind es ja nicht nur die Erfolge und die wunderschönen, schönen Dinge, die wir erleben, ja, in so einem Jahr, sondern da ist auch Schmerz und in meinem Falle auch Tod mit dabei. Und auch dafür bin ich dankbar, weil in den schmerzhaften Erfahrungen jetzt im letzten Jahr so wundervolle Lektionen lagen und so viele wundervolle Erkenntnisse lagen und Ausdehnung stattgefunden hat und Befriedung stattfinden konnte. Ja, also wenn wir zurückblicken aufs letzte Jahr, wie gesagt, geht es nicht nur um die Errungenschaften und Erfolge, sondern es geht auch um den Schmerz, das Leid und den Tod, ja, die wir, wenn wir bei uns sind, und ich bin bei mir und nur bei mir, dass wir dadurch eben auch die Erkenntnisse feiern, die hinter dem Schmerz liegen, ja, und die Segnungen annehmen können, die erstmal in einem rauen Papier eingewickelt waren. Weil darum geht es, ja, wenn wir zurückblicken oder wenn wir unser Leben betrachten, das auf einer Seelenebene einfach nur mit Interesse zu begutachten und zu
suchen und sich auf die Suche zu begeben als Erforscher unserer Innenwelt, als Erforscher unseres Lebens. Boah, was habe ich da lernen dürfen? Welche Geschenke haben sich da verborgen in diesen Erfahrungen? Ja, und das geht eben ohne Widerstand, mit Interesse, in Liebe. Und so blicke ich eben mit ganz viel Liebe zurück und mit Dankbarkeit zurück auf das letzte Jahr und lade dich, ich rede jetzt hier von mir, aber dient ja immer dazu, wenn ich da jetzt von mir spreche, damit du schauen kannst, wo und wie du Resonanz in dir finden kannst, wo du Dankbarkeit finden kannst, wo du Erkenntnis finden kannst in deinem Schmerz, an dem Tod, den du erfahren durftest dieses Jahr. Ja, so finde ich meine Worte für mich und uns hier gemeinsam. Und ich blicke zurück mit Dankbarkeit und mit tiefer Demut und Erkenntnis und Freude. Ja, es war wundervoll. Und da ich das alles zulasse und nicht das eine über das andere stelle, sondern egal ob es Leid und Tod und Schmerz war oder Freude, Erfolg und Reichtum, wir haben alles, beides erfahren, wie vielleicht du auch in deinem Leben. Dadurch, dass das alles so ohne Widerstand erlebt wurde von mir und jetzt in diesem Moment so erlebt wurde, findet eine Selbsterkenntnis statt, weil ich bin verantwortlich. Ich bin in der Selbstverantwortung interessiert an den Erfahrungen und den Bedeutungen der Erfahrungen dahinter. Und so erkenne ich mich als der Gestalter und Erschaffer meines Lebens, weil ich bin kein Opfer des Schmerzes und des Todes, sondern ich bin der Gestalter der Art und Weise, wie ich den Schmerz und den Tod erfahre. Versteht ihr? Und so darfst du das auch betrachten, wenn du Freiheit und Glück und hohe, wahrhaftige Energie verkörpern magst, dann sind wir immer in der Selbstverantwortung und in der Selbsterkenntnis, ob unserer Kraft und Möglichkeit zu erschaffen und vor allem Dinge, die wir eben nicht erschaffen haben, sondern denen wir ausgesetzt waren, ja, wie dem Tod eines Familienmitglieds oder dem Wetter oder dem Klima oder den gesetzlichen Bestimmungen. Aber wir sind Erschaffer der Deutung dieser Umstände, die wir erfahren. Und so bin ich in absoluter Selbstverantwortung, in Selbsterkenntnis meiner Göttlichkeit und meiner Kraft als Erschaffer meiner inneren Welt und damit als Folge davon auch meiner äußeren Welt erfahre ich mich und bin in Selbstermächtigung, ob meiner Schöpferkraft und in Anerkennung deiner Schöpferkraft, deines Lebens gegenüber. Und das führt mich in diesen Moment. Und so betrachte ich den Moment und damit die Vergangenheit und kann dann aus dieser Rückbetrachtung 2023 heraus, der Vergangenheit gegenüber, kann ich im Moment verankert jetzt und hier zu sein, in Selbstverantwortung, mich selbst zu erkennen und selbstermächtigt hier zu sein, bin ich in Verbindung mit meiner Seele, bin ich in Verbindung mit dem Göttlichen in mir und erhalte von dort aus Bilder, Seelenbilder, die nichts anderes sind als Eindrücke eines parallelen, Eindrücke eines parallelen Quantum-Zeitstranges, der in der höchsten Energie schwingt und mit dem ich in Verbindung gehe. Ich sehe Bilder, ich sehe meine Zukunft, ich sehe die Realität. Die Trennung zwischen diesen vielen verschiedenen Zeitsträngen wird durchlässig durch das Hiersein, in Selbstverantwortung sein, in Selbstermächtigung sein. Und ich gehe in Verbindung und in Resonanz, dadurch, dass ich mich entscheide, in dieser hohen Frequenz zu schwingen, gehe ich in Verbindung mit allen Zeitsträngen, die in die Zukunft wirken von hier aus, die auch in dieser höchsten göttlichen Energie schwingen. Und ich sehe Bilder, ich habe Eindrücke. Und so ist es auf energetische Chrissy-Art und Weise ausgedrückt, wie wir Intentionen für 2024 setzen. Ich habe keine Worte, wo ich drüber spreche, ja, ich will jetzt in 2024 das erleben. Ich möchte das kreieren, ich will das erfahren. Sondern ich bin im Jetzt und Moment und im Hier bei mir seiend, in dieser Selbstermächtigung, in Verbindung mit
meinem Selbst auf allen Ebenen in höchster Schwingung und sehe so in die Zukunft, die aber jetzt und hier stattfindet und habe dann nicht die Worte, dass ich irgendwas erleben will in 2024, irgendwas erschaffen will, sondern ich sehe, was dran ist, ich sehe, was passiert, ich sehe, wer ich bin in höchster Schwingung jetzt und in aller Zukunft. Und so erhalte ich Informationen und Bilder aus meiner Zukunft, die ich jetzt und hier erfahren kann und die jetzt und hier erfahren und gelebt werden. Und durch die Erfahrung im Jetzt und Hier die Illusion der Trennung aufgehoben ist, dass das halt erst noch passieren muss, dass das jetzt ja nicht real ist. In meiner Essenz, selbstermächtigt hier in diesem Moment zu sitzen, bin ich eins mit der Zukunft und mit den Bildern, die ich sehe in meiner Zukunft. Ich habe diese Seelenbilder, die wie Downloads aus dem höchst schwingenden Paralleluniversum wahrgenommen werden von mir und auch von dir. Du kannst mit all dem in Resonanz gehen. Und so sehe ich in meine eigene Zukunft und sehe, was dran ist. Und diese Bilder, die ich wahrnehme in diesem Sein, die gehen unmittelbar, leicht zeitversetzt, manchmal ist es fast eins, aber manchmal sind die auch ein bisschen zeitversetzt, kommen die Impulse dazu. Da merke ich dann, was zu tun ist, was dran ist. Jetzt im Augenblick merkte ich, nachdem ich 2 Stunden eh schon gesprochen habe, dass jetzt hier dieser Impuls noch dran ist. Hier für euch auf Instagram oder als Podcast. Das fühlte ich und fühle ich so klar. Das ist, was jetzt dran ist. Ja, und so sind die Bilder, die aus der Dankbarkeit, aus der Liebe, aus der Aufgabe des Widerstandes meiner eigenen Geschichte, die ich erlebt habe im letzten Jahr, aus der Annahme, aus der Erkenntnis, mir ermöglichen, im Jetzt und Hier wahrzunehmen, die Bilder der Zukunft wahrzunehmen, das Parallel-Chris wahrzunehmen, der in dieser höchsten Energie verkörpert ist, so wie du die Bilder von deinem Selbst in deiner höchsten Energie wahrnehmen kannst. Und dann kommen die Impulse dazu. Dann sind Dinge zu tun. Dann sind Dinge bleiben zu lassen. Dann sind auch ganz viel gar nichts zu tun. Sondern wirklich einfach in diesem Vertrauen zu sein, das wir auch so sehr verkörpern, dass viel auch gar nichts zu tun ist. Sondern wir einfach nur Spaß haben als Familie und Freude haben und haben gerade Flugtickets gebucht. Wir fliegen jetzt nach Costa Rica wieder mal für einen Monat Anfang Februar. Ja, dann geht's nach Florida weiter. Es ist einfach viel auch nichts tun dran, weil ich dann, wenn was dran ist zu tun, auch sofort folge. Ja, und so ist auch viel Ruhe und viel Stille, wenn ich in meine Zukunft blicke und viel Spaß und Leichtigkeit und manche würde sagen Nonsens oder, ja, aber das meine ich in der besten Art und Weise. Dafür ist viel Raum und Zeit in unserer Erfahrung, ja. Und besonders, es wird immer mehr Zeit für Freizeit und Freiheit und Spiel und Spaß, wenn du, je klarer ich die Dinge tue, die dran sind, wenn sie dran sind, und je unmittelbarer ich folge und die Dinge mache, wenn sie dran sind, desto mehr Zeit habe ich, dann eben auch nichts zu tun, wenn eben nichts dran ist. Es wird ja nur dann zum Problem, wenn man diesen Impulsen nicht folgt. Wenn du weißt, was zu tun ist als nächstes, wenn du weißt, es wäre dran, mit uns zu arbeiten, wenn du weißt, es wäre Zeit, Unterstützung dir zu holen, wenn du weißt, es wäre Zeit, aufzuhören, Drogen zu nehmen oder Alkohol zu trinken oder wenn du das weißt, aber das nicht tust, dann entsteht so ein Stress oder kann so ein Stress in dir entstehen, wo du denkst, hey, ich sollte doch. Wenn du folgst deiner Seelenstimme, dann ist da keins, ich sollte oder ich müsste doch. Weil wenn du was solltest oder müsstest, dann machst du es einfach. Verstehst du? So, und in dem Feld sind wir. Und deswegen haben wir so viel Freiheit und Freizeit. Und weil wir machen die Sachen, die dran sind. Und ich gucke dann gar nicht links und rechts, sondern ich mache das, was ich fühle, das wird umgesetzt und gemacht. Ach, guck mal, und schon wieder Pause. Ja, so geht es. Je mehr wir auf unsere Seelenstimme sie erstmal hören, aber ihr dann folgen, desto mehr Freiheit entsteht und Freizeit entsteht und desto mehr ist Stille auch.
Kannst du mir folgen? So leben wir diese Freiheit und diese Freizeit so sehr, weil wir so klar den Dingen folgen und die Dinge machen, die dran sind und die Dinge bleiben lassen, die bleiben zu lassen sind, die Dinge loslassen, die loszulassen sind und die Dinge Energie zu lenken, in die Energie zu lenken ist. Und zwar nicht aus dem Ego, weil ich das will, sondern weil es dran ist und weil ich fühle und weil wir fühlen, dass das richtig ist. Und das ist unser Weg und das erschafft so viel Freiraum und Freizeit. Und so bin ich vollkommen befreit von dem Gelaber, was so viele andere haben über die vielen Pläne und Dinge, die zu tun sind in 2024. So würde ich gerade eher das Wort finden, das ist irgendwie gar nichts zu tun in 2024, weil die Dinge, die zu tun sind, die spüre ich dann, wenn sie dran sind. Und nicht vorher, nicht später. Und in dem Augenblick, in dem ich sie spüre, mache ich sie auch. Und so bin ich gar nicht irgendwo, belaste ich mich gar nicht mit irgendwelchen Visionen oder Dingen, die ich denke, umsetzen zu müssen, weil wir sind genau am richtigen Ort zur richtigen Zeit und wir machen genau das Richtige zum richtigen Zeitpunkt. Das ist mein Plan, meine Vision für 2024. Und was das genau ist, keine Ahnung, ist so unwichtig, das brauche ich gar nicht wissen. Ja, weil das zeigt sich dann, wenn es dran ist. Und in der Zwischenzeit spielen wir einfach und sind mit den Kindern am Strand und reisen und machen es uns schön. Und vielleicht hast du hier in diesem Jahresrückblick und in dieser Aussicht auf 2024 ein paar Worte gefunden, die du sonst vielleicht noch nicht gehört hast. Und wenn dem so ist, dann freue ich mich. Und wenn nicht, dann freue ich mich auch. Es ist alles genau gut. Das waren meine Worte hier zum Jahresende 2023, 2024. Ich wünsche dir von Herzen nur das Allerallerbeste, dass du in höchster Liebe dir selber gegenüber weiter integrierst, lernst und dich ausdehnst und dich erinnerst und dann die Unterstützung bist, die dir bestimmt ist für das Licht und die Heilung in dieser Welt. Und somit ende ich hier. Ich weise gerne mal darauf hin, wir starten jetzt Anfang, am 10. Januar geht eine Gruppe los, die wir leiten, wo es darum geht, zu heilen, zu wachsen und dann deine Gaben, die dann zum Vorschein kommen oder von denen du vielleicht auch schon weißt, dass du sie hast, zum Wohle des großen Ganzen einzusetzen, um Heilung zu unterstützen und Reichtum damit zu erfahren. Ja, in Form von selbstständiger Arbeit, ohne Chef und ohne Boss, sondern aus dir heraus zu arbeiten mit der Hilfe der Hochtechnologie des Internets. Und so habe ich viele schwurbelige Worte gefunden, dahingehend, dass wir helfen, Menschen ein Online-Business in der neuen Energie zu erschaffen. Wir machen das seit vielen Jahren und jetzt startet die neue Gruppe. Wenn du Resonanz spürst, bitte melde dich, da sind wir wieder dabei. Bitte folge auch deiner Intuition, so du sie denn hast, in Bezug mit uns zu arbeiten. Link jetzt bei mir in der Bio oder in den Shownotes hier unter dem Podcast runter. Das war's. Ich wünsche euch alles, alles Liebe. Wir sehen uns wieder zum richtigen Zeitpunkt. Auf Wiedersehen.